Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilandsworte. Gebet Milliarden und Millionenmal, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionenmal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt, und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten, verkünde es. Heilandsworte. Ich brauche Sühneseelen, die dieses Gebet täglich, womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft. Und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der allerheiligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieser Nacht. Amen. Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Wir lieben euch. Rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag, tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Du hast in Bethlehem, hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Bete täglich den Herzenstausch mit Jesus und der heiligen Jungfrau Maria. Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wankelmütiges Herz aus gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz, damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kann. Liebster Herr Jesus Christus von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, tausche bitte mein sündhaftes, wankelmütiges Herz aus gegen dein heiligstes Herz, damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kann. Amen. Erfülle meine Bitte, du guter und getreuer Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Goldenes Ave Maria, wie es der heiligen Gertrud offenbart worden ist. Sei gegrüßt, du weiße Lilie, der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit. Du leuchtende Rose, du leuchtende Rose himmlischer Anmut, Himmel geboren und genährt werden wollte. Nähre unsere Seelen mit göttlichen Einströmungen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.